Servus Quattler! So, ich muss heute noch mal aus. Bin so gestern kurz aus mit meinem Teil. Haben wir aber die Kamera daheim vergessen. Deswegen konnte ich euch nicht mitnehmen. Dass ich Instagram habe, ja, ich habe Instagram, schaut drauf, edakuban_quad. Na toll. 5 Sekunden gefahren, ich schaue schon wieder aus wie Sau. Scheiße. Egal. Diese Strecke hier, die kennt ihr ja schon. Aber andere Leute, ich sage jetzt keine Devil-Namen, fahren auch immer nur die gleiche Strecke. Einfach nur, weil es Spaß macht. Und mir macht diese Strecke hier einfach richtig Spaß. Auch wenn es mal ein bisschen trockener ist. Okay, da vorne wird schon wieder dreckiger. Okay, ich schalte jetzt doch mal lieber um. Auf den Low. Tut mir Getriebe ein bisschen besser. Ach ja, wunderschön. Also ich habe es ja schon drauf gesagt, ich bin kein Stadtmensch. Ich könnte in der Stadt nicht leben. Zu meiner Uni-Zeit, da war ich in Passau. Ist jetzt auch nicht die Großstadt, aber die hat mir schon gereicht. Das ist nicht mein Leben. Ich brauche das, ich brauche hier Wiesen, ich brauche Äcker, ich brauche Wald, ich brauche einfach diese grüne Scheiße. Das einzige Nachteil, was ich hier bei uns habe, du brauchst ewig, bis du mal irgendwo bist. Also ich fahre über eine halbe Stunde nach Kamen, das ist die nächstgrößere Stadt, wo es einfach alles gibt. Neukirchen ist das nächste Dorf, sage ich jetzt mal, aber da gibt es auch wenigstens was zum Einkaufen. Aber da fahre ich auch 10 Minuten. Das ist. Naja. Ach ja, hier wieder ein Hainhausberg, der hohen Bogen. Bin ich eh schon so vorbeigefahren. Die Jäger haben jetzt überall irgendwie neue Hochsitze aufgestellt. Kamera läuft schon, oder? Ja. Sie blinkt rot. Ach ja. Und ja, es ist einfach schon wieder viel zu heiß. Scheiße. Aber da muss ich auf jeden Fall nachher stehen bleiben. Ich muss noch ein Instagram-Foto aufzeichnen. Das ist einfach super toll. Ich kann es jetzt nicht machen, weil ich über mein Handy den Ton aufnehme. Das ist der einzige Nachteil, den ich jetzt aktuell habe. Ich bräuchte noch ein zweites Handy, um während der Fahrt einfach mal kurz stehen bleiben. Wobei, das Audio würde weiterlaufen. Ne? Egal. Ich habe heute nichts mehr großartig vor. Ich fahre noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich da vorne müsste jetzt eigentlich irgendwie nach links gehen. Da müsste da auch so einen Feldweg runtergehen. Schauen wir einfach mal. Und was macht ihr so? Seid ihr auch schön am Rumballern? Ein paar von euch kenne ich ja. Ein paar fahren nur auf der Straße, ein paar fahren hier in ihren Wald rum. Oder seid ihr auch so drauf wie ich, mal so, mal so? Nee, das wäre schon da gewesen. Ist sogar asphaltiert. Wahnsinn. Wisst ihr was, dann schalte ich wieder auf High. Das sehe ich jetzt gar nicht ein, dass ich hier mit Low fahre. So. Können wir hier auch noch ein bisschen ballern. Ich mache mal lieber wieder den Helm ein bisschen zu. Nicht, dass man mich überhaupt nicht versteht. So, jetzt muss ich jetzt mal überlegen, wo ich eigentlich genau hin will. Das ist ja echt cool. Da bin ich hier noch nie Feuer gefahren. Schön, schön, schön. Scheiße.
Okay, wenn man die Strecke nicht kennt, sollte man vielleicht doch ein bisschen langsamer fahren. So, ich will aber jetzt eher nach rechts fahren hier. Ich habe nur so einen groben Überblick, so ich will irgendwie da Richtung da runterfahren. Ist aber echt schön hier auch. Warum bin ich hier noch nie gefahren? Das ist nur ein paar Meter weg von da, wo ich wohne, verdammte Scheiße. Und wie gesagt, kein Schild. Kein fucking Schild. Ach ja. Okay, hier wohnt jemand. Wo die Leute nun alle überall wohnen, das ist absolut Wahnsinn bei uns. Du kannst keine 500 Meter fahren und du findest noch irgendwo wieder ein Häuschen. Das ist echt irre. Stimmt, da könnte ich jetzt runterfahren, durch den Fluss durch, dann wäre ich unten wieder auf der Hauptstraße. Also das ist jetzt nicht genau das, was ich eigentlich auf Google Maps gesehen habe, was ich fahren wollte. Ich dachte, das wäre die Abzweigung rechts gewesen. Aber es ist trotzdem super schön hier. Ich glaube, ich muss mal mein Hemd ein bisschen zumachen. Irgendwie hat sich gerade ein Knopf gelöst. Wenn es weiter so geht, fahre ich nackt rum. Ja, ich weiß, ich habe schon wieder keine Jacke an. Ah, das ist mir egal. Und ja. Zumindest hält mich auf. Und das ist schon schlimm genug in dieser Hitze hier. Ja, ich will mich nicht beschweren, ich liebe das Wetter. Ich liebe dieses aktuelle Wetter. Das macht einfach nur Laune. Einfach rauf auf den Bock und irgendwo hinheizen. Dabei, ich bin einer, ich muss immer irgendeinen Plan haben. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, ich fahre jetzt einfach der Nase nach. Ich brauche immer irgendeinen Plan, irgendein Ziel, irgendeine Idee, eine Ahnung, wo ich hinfahren will. Da ist nicht wirklich ein Weg. Fahren wir da hoch. Das müsste irgendwie die Richtung sein, wo ich hin will. Am Rand entlang fahren, wobei es eben ein bisschen Gras. Ich hatte schon mal, also ist schon abgemäht worden. Tja, und schon habe ich keine Idee mehr, wo es hingeht. Da war doch hier irgendwo ein Weg, verdammte Scheiße. Wo kein Weg ist, dann machen wir uns einen, oder? Da ist ein Weg. Ich wusste es doch. Ey, ist alles jetzt scheiße zugewachsen, ey, Mann. Aber das hier ist ein Weg. Oh, mir brennt es gerade wieder ein Haxen weg. Die Scheißkiste wird so heiß. Ah, da brauchen wir einfach eine lange Hose eigentlich. So.
Doch, das war jetzt aber nicht genauso geplant, wie ich fahren wollte, aber irgendwie hier wollte ich rauskommen. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Schwarz.